Vielleicht startest du gerade erst dein Online-Business oder bist vielleicht schon länger auf dem Markt tätig, dann hast du zum Thema Geschäftskundenkonto schon sicherlich mal was gehört. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Geschäftskundenkonto. Wir klären Fragen wie: Brauche ich überhaupt ein Geschäftskundenkonto und welches Konto ist für mich geeignet? Wir machen dazu einen kleinen Vergleich, deswegen dranbleiben lohnt sich. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wie immer klären wir alle Dinge an meinem Notebook. Lass uns loslegen. Ja, heute soll es um Geschäftskonten gehen und wie ihr seht, habe ich euch hier einige eingeblendet, die momentan gängig auf dem Markt sind. Und vielleicht hast du von der einen oder anderen Bank schon mal was gehört oder gesehen und vielleicht nutzt du diese sogar privat. Bevor wir gleich einen Vergleich machen, welches Geschäftskonto für dich eventuell in Frage kommen kann, möchte ich ein paar grundlegende Fragen klären. Wie immer, alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, werde ich unten in der Beschreibung zur Verfügung stellen. Und solltest du da noch Fragen haben, dann gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich beantworten. Kommen wir zu der ersten Frage, was überhaupt ein Geschäftskonto ist und wo ist der Unterschied zu meinem privaten Konto? Im Großen und Ganzen gibt es zwischen diesen zwei Konten gar keine großen Unterschiede. Beide Kontenmodelle sind identisch und man kann die gleichen Dinge mit denen erledigen. Jedoch möchte man damit eine Trennung schaffen zum Gewerblichen vom Privaten. Das wirst du merken, wenn du ganz viele Buchungen hast und dann irgendwann mal durcheinander kommst mit deinen privaten Buchungen, wenn du das noch auf deinem privaten Konto machst, dann gibt es da schon Probleme. Zumal das Finanzamt es gerne sieht, wenn du deine geschäftlichen Tätigkeiten von deinen privaten trennst, was für dich natürlich auch von großen Gunsten sein kann. Ab wann brauche ich ein Geschäftskonto? Eigentlich solltest du ein Geschäftskonto direkt, nachdem du eine gewerbliche Tätigkeit aufnimmst, erstellen und alle gewerblichen Dinge direkt über dieses Konto laufen lassen. Machst du aber das Ganze erstmal mit dem privaten Konto, ist das nicht schlimm. Irgendwann kannst du den Wechsel jedoch trotzdem machen. Bei mir in meinem Fall war es so, ich habe das erstmal auch mit meinem privaten Konto gemacht und irgendwann rief mich die Bank an, als die Buchungen zu viele wurden, riefen die an und haben gesagt, oh, wir sehen hier bei Ihnen ganz viele Buchungen, wir sehen, dass es gewerblich ist, bitte eröffnen Sie doch bei uns ein gewerbliches Konto. Und dann kommt die Frage, muss ich denn überhaupt ein gewerbliches Konto eröffnen? Jein. Also, in der Regel bist du dazu nicht verpflichtet, jedoch kann deine Bank, bei der du jetzt ein privates Konto hast und das auch irgendwo gewerblich nutzt, in den AGBs verankert haben, dass eine gewerbliche Nutzung nur mit einem Geschäftskonto auch möglich ist. Wenn du dich dennoch davor weigerst, könnten die dein Konto eventuell sperren. In manchen Fällen ist das Geschäftskonto von Anfang an direkt Pflicht, wenn du zum Beispiel eine Rechtsform wie UG, GmbH und so weiter gründen möchtest, da kommst du einfach nicht drum herum. Dann lass uns mal anschauen und einen Vergleich machen, wo du eventuell dein Geschäftskonto eröffnen kannst, was für dich optimal passt. Es gibt viele Kriterien, die für dich persönlich einfach irgendwo von der Relevanz sein können, was du für dich einfach auswählen musst und gucken musst, was ist dir wichtiger. Wenn du zum Beispiel bei Google Geschäftskundenkonto eröffnen eingibst oder Geschäftskundenvergleich machst, dann findest du viele Anbieter, die einen Vergleich zur Verfügung stellen. Ich habe hier den Kontofinder gewählt und möchte das hier an diesem Kontofinder einmal präsentieren. Wenn du dann ein Geschäftskonto eröffnen möchtest, musst du erstmal auf Girokonto klicken und dann wählst du hier das Geschäftskonto aus. Danach startest du den Kontofinder und kannst deine Rechtsform auswählen. Im Normalfall, wenn du mit einem Gewerbeschein Handel betreibst, dann bist du ein Einzelunternehmen. Solltest du aber jetzt andere Rechtsformen angemeldet haben, wie eine GmbH oder UG und so weiter, dann wählst du das natürlich hier aus. Wir machen den Vergleich jetzt erstmal für ein Einzelunternehmen, was die meisten in der Regel sind.
Wir klicken auf Weiter. Die nächste Auswahloption ist, wie möchtest du auf dein Konto zugreifen? Möchtest du nur Online-Banking betreiben? Möchtest du eventuell Überweisungen auch telefonisch abwickeln? Oder brauchst du sogar eine Filiale für einen persönlichen Ansprechpartner? Hier kannst du deine Punkte wählen. In der Regel machen die meisten das alles online, deshalb klicke ich mal hier auf Online. Des Weiteren kommt hier die Frage, wie viel beleghafte und beleglose Buchungen fallen bei dir im Monat an? Der Unterschied zwischen den beleglosen ist Buchungen, die du zum Beispiel per Überweisung auf dein Konto erhältst oder selbst eine Überweisung von deinem Konto persönlich tätigst. Beleghafte Buchungen sind zum Beispiel Buchungen wie du zahlst Geld aus am Automaten, du zahlst Geld ein am Automaten oder möchtest eine Buchung mit so einem per Überweisungsschein an dem Schalter in der Filiale erledigen. In dem Fall wählst du dann die Anzahl aus. In der Regel sind es halt immer beleglose Buchungen, wenn du das Ganze rein online machst. Ich sage mal so, gehen wir mal von 30 beleglosen Buchungen aus. Des Weiteren ist die Frage, wie viel regelmäßigen Geldeingänge hast du im Durchschnitt auf deinem Konto, beziehungsweise hast du ein Durchschnittsguthaben auf deinem Konto in der Regel. Ja, Geldeingänge bekommen wir. Wie viel Geldeingänge bekommst du? Wenn du zum Beispiel über Marktplätze verkaufst, dann wirst du sicherlich im Monat dir auch Auszahlungen tätigen auf dein Bankkonto. Und wenn es ungefähr 5.000 Euro monatlich sind, dann wählst du hier deine Summe aus. Benötigen Sie eine Businesskarte? Eine Businesskarte ist zum Beispiel eine Kreditkarte oder eine Maestro-Karte, die dir zur Verfügung stellt, mit der du beispielsweise für dein Gewerbe Dinge irgendwo einkaufst und diese natürlich mit Karte bezahlen möchtest, weil unterwegs geht natürlich leider kein Online-Banking. In dem Falle brauchen wir noch eine Karte, zumal sogar wenn du Google Pay oder Apple Pay benutzen möchtest, dann wirst du sicherlich damit eine Kreditkarte verbinden. Eventuell brauchen wir in dem Fall eine Kreditkarte, dann drücken wir auf Ja. Und des Weiteren wäre hier, brauchst du ein Konto Kurrentkredite für dein Firmenkonto und in der Regel brauchst du das nicht oder du wählst natürlich hier deine Tage aus, wie viel du brauchst. Klicken wir auf Nein und so wird uns schon gleich das Ergebnis angezeigt und hier haben wir das nochmal die Möglichkeit, unsere Angaben zu korrigieren. So, dann wird uns hier die Übersicht der Geschäftskonten im Vergleich angezeigt zu den Auswahlen, die wir getroffen haben. Und wie wir sehen, ist hier die Bank N26 auf Platz 1. Wird auch als eine Bank für Anfänger sehr viel in Anspruch genommen und wie ihr seht, hier habt ihr 0 Euro monatlich Grundgebühr und auch jährlich keine Kosten. Ihr bekommt hier eine Kreditkarte wie eine Mastercard und eine Maestro-Card, könnt ihr hier kostenlos auch erhalten und habt hier wie gesagt sehr viele Vorteile, aber auch ein Nachteil ist nur für Einzelunternehmen, wenn du das bist, ist das für dich gut. Und für Freelancer geeignet. Solltest du jetzt aber eine Rechtsform haben, müsstest du dann schauen, dass du hier das Ganze nochmal anders eingibst. Und hier kannst du dann einfach mal durchschauen, was für dich Relevanz hat und wo du für dich Dinge gerne in Anspruch nehmen möchtest. Soweit zu dem Vergleich. Solltest du dich jetzt für irgendeine dieser Banken entscheiden, dann kannst du hier auf zum Angebot klicken und dir da ein Konto erstellen. Wenn du noch Fragen hast, wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schau dir auch meine anderen Videos an. Ich habe sehr viele Videos und Content zum Thema Online-Verkaufen. Und möchtest du weiterhin dranbleiben, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkaufen, gutes Geschäft und bleib gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüss.